Herzlich willkommen bei der Vorsicht Akademie und einem weiteren Tutorial zu From the Depths. Heute schauen wir uns mal an, wie wir uns Segelboote bauen. Segelboote sind sehr einfach, kostengünstig und noch viel wichtiger seit dem neuen Local Ressourcen Update für die Kampagne. Sie verbrauchen keinerlei Ressourcen, um sich zu bewegen. Allerdings, wer sich ein bisschen mit Segel auskennt, der weiß, ja, man ist halt abhängig vom Wind. Sollte auch derjenige wissen, der sich nicht so viel auskennt. Wir schauen uns an, wie wir das bauen. Wir haben hier unser schönes kleines Tiny Startercraft. Was ich zuerst mal mache, ich setze mal einen Control hin. Ein Schiffsvehikel. Ein Schiffscontroller. Einfach nur, damit da was ist. Und einen Stuhl dazu, dass ich mich setzen kann. Zack. Und dann nicht runterfall. So. Jetzt schauen wir uns an. Segel finden wir unter Water. Man kann sie aber auch für Luftschiffe an sich verwenden. Oder andere Sachen. Funktioniert immer. Und zwar befindet sich hier der Block Sail Main Block. Hier gibt es noch einen extra Guide dazu, der ein bisschen erklärt, wie das Zeug aufgebaut wird. Wenn wir hier reingehen, haben wir hier Reihenfolge. Einmal den Sail Main Block, den gibt es den normalen und den Square Rig. Den Unterschied zeige ich euch noch. Dann packt man da dran eben Attachments und da dran Sail Winch und gibt es eben noch die Weather Vane. Das ist nicht sehr viel und es ist auch nicht kompliziert. Also, wir fangen einfach mit einem normalen Segel an. Dafür bräuchten wir jetzt einen Sail Main Block. Um das überhaupt positionieren zu können, sollten wir an sich mal sowas wie einen Masten bauen. Zack. Also dann baue ich jetzt hier mal einen total idiotisch provisorischen Masten. Dann kann ich nämlich jetzt hier diesen Mainblock nehmen und hier ins Eck reinklatschen. Also der muss immer in so ein Eck rein. Warum? Ganz klar, ich kann jetzt mit meinen Sail Attachments, die hier, kann ich jetzt die da hoch machen und ihr seht, die richten sich dann auch automatisch aus. Kann ich jetzt eben in zwei Richtungen so ein Segel aufspannen. Toll, jetzt habe ich hier das schöne Segel und ihr seht, das bewegt sich schon. Was haben wir denn drauf? 1,4 Meter pro Sekunde. Kann ich mich jetzt hier so drehen? Jetzt ist natürlich, geht natürlich nicht, weil ich habe ja noch gar keinen Ruder. Das sollten wir noch hinbauen hier, sodass wir hier noch schön uns bewegen können. Ja, jetzt sind wir hier super mobil und können fahren. Das nenne ich ein Segelboot. Das war's auch schon. Was jetzt auch hier ganz wichtig ist, ihr seht im Baumodus, hier ist eben noch ein blauer Pfeil und ein roter Pfeil. Der rote zeigt immer die Windkraft an. Ja, wenn ich jetzt so weiter lenke, jetzt ist 0, jetzt kommt sie wieder. Ja, ihr seht also, so kann ich sehen, wann ich mit dem Segel super in der, im Wind bin. Aber damit ich das gleich besser abschätzen kann, kann ich eben hier gleich meine Weather Vane oben drauf setzen oder auch sonst wohin, das ist egal. Also so eine Wetterfahne quasi, ja. Die sagt mir, oder wo bin ich jetzt hin? Die sagt mir, ganz wichtig, der Pfeil sagt, aus welcher Richtung der Wind kommt. Das heißt, wenn wir jetzt in die Richtung schauen, oh, was ist denn das? Zeigen wir nachher. Aus der Richtung kommt der Wind, also aus dem Süden. Das heißt, nicht in die Richtung geht er, sondern aus der kommt er. Und wenn ich jetzt wieder ins Baumenü reingehe, dann sieht man ja diese Kräfte. Und dieses normale Segel funktioniert am besten, wenn wir nicht direkt vom Wind weggehen. Vor allem in der Ausrichtung, wie ich es habe. Ich habe es jetzt nach hinten. Sondern wenn wir schräg zum Wind fahren. Ja, da kriege ich die größte Kraft. Ihr seht so, wenn ich jetzt hier so ein bisschen drehe, der rote Pfeil ändert sich. Man sieht es, also es ist schwierig. Das jetzt auf so einem kleinen Ding zu zeigen. Ich zeige es euch noch auf dem großen besser. Aber so könnt ihr euch daran orientieren und dann segeln. Es ist aber natürlich auch bescheuert, wenn man so ein festes Segel hat und dann das Ding immer steht und man davon abhängig ist, welche Richtung der Wind geht. Weil ich bin mir nicht sicher, ob der überhaupt bei From the Depths jemals sich wechselt, dreht oder sonst was. Deswegen gibt es auch noch hier nach dem Sail Attachment die Sail Winch. Die Sail Winch, die packe ich jetzt mal hier oben hin. Dann wird das Segel zwar kleiner, aber das ermöglicht mir,
Ihr seht es links oben, habe ich zwei neue Taschen dazu bekommen. Falls ich jetzt ein Segel habe, das kontraproduktiv ist, weil es schlecht steht, dann kann ich das einfach hissen. Und lufen heißt es, glaube ich, keine Ahnung. Also hoch und runter fahren oder rein und raus, ausfahren, einfahren. Was weiß ich, ich bin nicht der Segelexperte, ich kenne mich mit den Begriffen nicht aus. Aber ich kann auch einfach das Ding runterfahren, um langsamer zu werden und stehen zu bleiben und dergleichen. Ja, das haben wir noch weiter. Aber um das noch besser nutzen zu können, solltet ihr so ein Segel immer ganz anders aufbauen. Deswegen reiße ich hier jetzt nochmal alles ab und wir packen jetzt hier vorne mal einen Spin Turret hin. Ich nehme da einen Precision Spin Turret, weil mir der einfach am liebsten ist. Dann nehme ich hier ein Wood Block. Da machen wir das jetzt schon mal ein bisschen größer. Ich hoffe, das Ding kippt nicht. Sehen wir ja gleich. Und jetzt baue ich hier eben mein Dreieck drauf. Setzt hier mein Sail Main Block hin. Zack. Nein, hier oben noch eine Winch. Immer ganz am Ende eine Winch, also eine Winde und zack. So. Und jetzt brauche ich noch ein Wasserfane hier, damit ich weiß, von wo der Wind kommt. So. Und jetzt habe ich den großen Vorteil. Ich sage, ich möchte zum Beispiel in diese Richtung fahren. Aber der Wind ist jetzt, wobei der Wind ist sogar in die Richtung gar nicht so verkehrt. Das heißt, ich sage jetzt, ich will in die Richtung fahren, direkt nach Norden. Dafür ist jetzt meine Windkraft schlecht. Drum packe ich jetzt mal, gehe ich mal kurz in den Baumodus rein, um euch zu zeigen. Ihr seht jetzt den roten Pfeil. Da das jetzt nicht so praktisch ist, kann ich jetzt mit I und Y bzw. Z, wenn ihr das geändert habt, hier den Spinblock drehen und so mein Segel besser in den Wind reinziehen. Ja, beziehungsweise da dreht sich auch mein Schiff mit. Aber ich will jetzt in eine bestimmte Richtung fahren und kann einfach mein Segel in den Wind reindrehen und so mehr rausholen. Drum sind auch auf jedem, also eigentlich jedes etwas flexiblere Segelschiff in der Realität hat den Segelmast auch flexibel. Jo, läuft, ne? Denke ihr, sollte klar sein. So könnt ihr aus eurem Segel das meiste rausholen und ihr seid auch flexibler in der Richtung, die ihr euch bewegen könnt, wollt, müsst, sollt, was weiß ich. Ja, also ganz einfach nur den Spinblock hinsetzen, da ein paar Mast hinsetzen und hier unten so ein, keine Ahnung wie das Ding heißt, und da das Segel reinpacken, dann könnt ihr das drehen. Ihr seht da links oben, die Sachen sind automatisch verknüpft und ihr könnt loslegen. Das war alles. Mehr gibt's da dazu nicht zu sagen. Was wir jetzt noch haben, das zeige ich euch direkt hier dran. Aber das mache ich jetzt besser so, weil sonst... Also das reicht, ich glaube, sonst kippt mir mein kleines Boot hier noch. Wir haben noch das Sail Main Block Square Rig. Okay, ich muss erstmal ganz kurz hier unten... Mist. Den Bleiblock vermehren. Weil das ist ein typisches Problem. Wenn wir oben einen riesen Mast haben mit viel... Verdammt! Mit viel Segel dran, das zeige ich euch nachher noch bei meinem Schiffchen da drüben. Dann, es geht's unter, oder? Ist egal. Ja, das geht unter. Sorry. Ja, wenn da zu viel Mast dran ist und zu viel Wind kommt, dann kommt es schon mal vor, dass so ein Ding einfach kippt und untergeht. Ja, das ist jetzt wurscht. Wir lassen das so. Ich habe jetzt hier eben so ein Maschen aufgebaut und ich kann jetzt hier wieder ins Eck rein. Ja, bin ich jetzt wieder zu blöd zu drehen? Natürlich bin ich zu blöd. Ein Square Rig reinsetzen. Ich tue das ganz normal auch wie das andere mit den Attachments erweitern. Und das hat jetzt eine andere Form. Und zwar, wie ich schon sagte, es ist Square, also rechteckig.
Das hat eine andere Funktion. Und zwar. Achso, nee, ich muss drin bleiben, um die Kräfte zu zeigen. Es tut mir leid jetzt hier. So, ihr seht ja jetzt bei dem hinteren Segel, dem Standardsegel, da zeigt die Kraft jetzt so rechts nach rechts, ja. Bei den anderen, bei den Square-Segeln geht die Kraft eigentlich hauptsächlich immer nach vorne. Ja, die haben ein leicht anderes Verhalten. Das zeige ich nachher nochmal speziell am anderen Schiff, weil das jetzt hier so ein bisschen unübersichtlich ist. Aber, dass ihr mal seht, es gibt hier eben noch diese Rechtecksegel. Meine Empfehlung in erster Linie, ich würde diese Square-Segel so quasi senkrecht zu der Schifflänge hinsetzen und die normalen Segel quasi in Schiffrichtung. Ja, und das ist jetzt eine Katastrophe hier. Wir gehen mal hier rüber zu dem. So. Und jetzt natürlich fliege ich hier weg. Ich und die Steuerung, Katastrophe. Und jetzt habe ich hier mal einmal einen drehbaren Masten hinten. Und einen festen Masten vorne. Der feste Masten vorne, der, also es ist total übertrieben, was ich hier habe. Ihr werdet es gleich sehen. Das Schiff wird wahrscheinlich gleich mal kippen. Ich habe zwar auch ein Gegengewicht unten hingebaut, was man dringend braucht, aber ich habe trotzdem viel zu viel Segel dran. So, wenn wir jetzt mal hier reingehen. Ihr seht, die Square-Segel hier, die sind gleich angeordnet wie die hier unten. Aber die Kräfte unterscheiden sich. Ich hoffe, ihr seht es. Ja, diese Segel sind vor allem dann sehr sinnvoll, wenn ihr Vollgas im Wind seid. Wir drehen uns jetzt mal voll in den Wind rein. Voll im Wind. Jetzt, ich sehe den anderen Pfeil nicht. Die sind trotzdem ein bisschen größer. Ja? Also für solche Segel hier an diesen Masten sind die auf jeden Fall besser. Die normalen Segel sind bei Querstellung effektiver. Probiert es mal aus, achtet auf diese Pfeile, dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, was wann am besten ist. Und damit ihr einfach die Stärken und Schwächen von beidem ausnutzen könnt, ist es einfach zu empfehlen, die zu kombinieren. Und eben dann auch noch ein drehbarer Mast ist eh immer wichtig, damit ihr da flexibel seid. Ja, das ist eigentlich das, was es zu sagen gibt. Und ganz wichtig eben, wenn ihr viele Segel drauf baut, baut ein großes Gegengewicht hin. Ganz zum Schluss möchte ich euch noch zeigen, und zwar wenn ihr das mit einer KI verwenden wollt, dann baut einfach hier einen Sailing-Algorithmus dazu. Heide Fetz. Den findet ihr bei KI unter den Karten. Hier, Sailing, einfach Naval AI und ein Sailing-Algorithmus dazu, eine Sailing-Karte dazu. Hier, das war's. Und dann funktioniert das Ding auch automatisch. Ich mache hier gerade mal die KI an. Und zack. Und ihr seht, die kann auch alle, also die Segel unterschiedlich, die voneinander rein und raus fahren quasi. Wir können immer nur alle auf einmal machen, außer wir machen das mit einem Complex-Controller. Und die KI macht es einfach so, wie es gerade am sinnvollsten ist. Wenn ein Segel eher kontraproduktiv ist, dann wird es halt eingezogen. Wenn es sinnvoll ist, dann fahrt das Ding aus. Dreht auch den Masten, alles kein Thema. Jetzt muss ich dem mal schnell einen Befehl geben, dass es irgendwie so nach oben fährt. Jetzt wendet's. Habe ich überhaupt im Schiff? Ich glaube, nein, ich habe dem Tiny Starter Raft den Befehl gegeben. So, das wendet jetzt. Sollte wenden. Ja, es wendet. Ihr seht, der Masten wird eingedreht. Jetzt kriegt es Speed. Die anderen Segel machen Aussinn. Und zack, das Ding fährt los, ja? Das Segel hier anscheinend bringt gerade nicht so viel bei der Fahrt, und wobei doch, ja. Aber ihr seht, der das Ding schafft und arbeitet und holt dann das Beste raus. Was hier ganz wichtig ist, ist bei dieser Karte, wenn ihr da drauf geht, ihr könnt hier zwei Sachen einstellen. Also zum Beispiel Roll to Ignore heißt so viel, weil das Schiff wird ja automatisch sich neigen zur Seite.
Und hier könnt ihr einstellen, wie viel Prozent einfach schlichtweg ignoriert werden. Und hier könnt ihr einstellen, welcher maximale Winkel auf jeden Fall verhindert werden muss, damit euer Schiff nicht kippt. Ich habe die Winkel relativ gering eingestellt, weil, ja, ihr könnt euch vorstellen, bei so viel Segel und so wenig Gegengewicht, wenn es voll im Wind steht, könnte es ziemlich schnell kippen. Können wir mal probieren. Wenn wir das mal alles hier ignorieren machen. Nein, da ist das Problem, das fährt ziemlich gut im Wind. Schieben wir das mal schräg. Na, will jetzt so spontan nicht. Es funktioniert, aber das Ding kann ordentlich umkippen und bleibt dann auf der Seite liegen. Und diese Funktion hier, Allow Upwind Pathfinding, ich habe es jetzt übersetzt und heißt ja im Prinzip, das erlaubt, also gegen den Wind auch Pfad zu finden. Macht es normalerweise nicht, weil es ja nur mit dem Wind segeln kann. Aber falls es mal gegen den Wind fahren sollte, kann man quasi hiermit das erlauben, dass das geht. Wie gut es funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Ich habe jetzt noch nicht so viel mit Segelschiffen gearbeitet. Sollte euch aber jetzt nicht daran hindern, Segelschiffe zu bauen. Wie gesagt, gerade mit dem Lokal-Ressourcen-Update jetzt. Es sind solche Schiffe gerade am Anfang in der Kampagne wieder erheblich interessanter. Und man muss auch ganz ehrlich zugeben, ich finde, Segelschiffe sehen schon ziemlich geil aus. Da kann man auch ziemlich geile Steampunk-Sachen machen und mit Schaufelrädern kombinieren oder so. Das ist eh ziemlich geil, wenn man Schaufelräder und Windsegel hat, dann kann man die hohe Geschwindigkeit mit dem Wind nutzen und gegen den Wind kann man trotzdem noch mit den Schaufelrädern Gas geben. Ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt, ihr kommt damit mit den Segeln klar. Baut schöne Segelschiffe, sind cool, günstig, verbrauchen keine Ressourcen zum Fahren. Baut es als Backup auf eure größeren Schiffe drauf, falls der Sprit ausgeht, dass ihr mit den Segeln noch heimkommt oder sonst irgendwas. Viel Spaß dabei. Wenn ihr was Cooles habt, dann schaut doch mal bei meiner Arena vorbei. Dort könnt ihr eure Kreationen einschicken und gegen meine antreten lassen. Und das macht viel Spaß. Man lernt viel dabei, was so Stärken und Schwächen sind von gewissen Dingen. Und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder oder beim anderen Video oder wie auch immer. Macht's gut und bleibt vorsichtig.